party like red light Amsterdam. Am frühen Morgen, ja. Guten Morgen erstmal. Also bin ich jetzt auch so früh auf, irgendwie, ne? Und es gibt ein Blödchen. Und sogar ein Ey dazu. Wo ich da richtig Lust darauf habe. Und da müsst ihr mal unbedingt ausprobieren. Ich mache mir Buko auf dem Brötchen und da drauf dann das Ei. Das ist so göttlich, ne? Das müsst ihr echt ausprobieren. Das ist wirklich lecker. So sieht's dann aus, wovon ich euch gerade erzählt habe. Gut, den Buko sieht man kaum. Jetzt kommt auch gerade die Sonne, vielleicht sollte ich mal so filmen. Ja, das werde ich jetzt essen. Das will ich schmecken lassen. Und dann sage ich mal, bis später. Aber du musst jetzt einmal gehen, sonst film ich einfach. Dann film doch. Ist das so schlimm? Nein, nur du sagst denn nein, als ob man das sieht. Okay. Guten Tag, meine Lieben. Wir haben schon ziemlich spät, 6 Uhr. Irgendwie haben wir ein bisschen vergessen zu essen heute. Ich weiß nicht warum. Irgendwie, ne, haben wir das gemacht, hier gemacht, da gemacht und gar nicht an Essen gedacht. Außer ich gerade, weil ich dann mal richtig Hunger bekommen habe, ne. Und deshalb gibt es jetzt die Paprikapfanne. Schon wieder, weil wir zumindest anderes das Lust haben, weil es schon zu spät ist. Weil die Wurst weg muss. Und weil die Wurst weg muss, ja. Also ihre, nicht meine. Meine war eingefroren, deshalb sieht die auch so aus. Gar nicht gut. Die sieht wirklich nicht gut aus, aber das wird gleich. Na, lasst mal die Magic Fingers hier machen. Dann haben wir hier zwei Paprika. Ja, und Nudeln, ne? Klar. Und Gemüsebrühe brauchen wir noch. Die habe ich jetzt noch nicht hier. Ja, dann schneide ich mal als erstes auch meine, vegetarische Fleisch. Hast du das gesehen, wo die hingeflogen ist? Bah, die sich anfühlt voll trocken. Wie die ja schmecken. Na? Boah, ich fühl's ja aber echt nicht gut an. Aber wieso sollte man die nicht einfrieren? Willst du deine Knoblauchzehe gepresst oder geschnitten haben? Gepresst. Das ist ja selbst, ne? Zu viel für dich. Bisschen krass. Dann nehme ich ein Viertel von, ey. Das würde ich bei der Paprika mir helfen können, eben schnell. Nein, ich muss meine Paprika noch fertig machen. Ja, klar. Was du Monate nicht machst, ne? Ach, nee, doch nicht. Das musst du. Ich glaube, ich habe ja noch gar nicht meine Pfanne an. Sollen wir meine Paprika nehmen? Ja? Ja, nehmen wir die rote, die ist ein bisschen mehr dann. Mhm. Wir nehmen nur eine Paprika. Aber gerade so entschlossen, weil wir so viel Wurst haben. Entschlossen. Was habe ich gesagt? Entschlossen. Ja, wir entschließen sowas. Wir schließen uns nicht, wir entschließen sowas. Echt? Du kannst die Nudeln noch reinmachen. Ja. Machst du wie eine Maze. Hast du Salz schon drin? Ne. Guck mal, wieder leer hier. Ja, das kannst aber du mal jetzt gleich schön auffüllen, ne? Ich hab das jetzt die letzten Male immer aufgefüllt. Ja, du kochst ja auch jeden Tag. Und ich gehe jetzt nicht zurück, ne? Du haust mir hier alles um. Hier, ne?
Du sollst mal erzählen, was du da machst. Ja, das weiß man doch schon. Ja, aber hat denn jeder dieses Video geguckt? Ja, sollen so gucken. Wer sucht, den findet. Wer wissen will, was meine Mama da macht, den verlinke ich dieses Video, wo sie das schon mal macht, in die Infobox. Das ist nämlich eine sehr leckere Vorspeise, wie sie es nennt. Ach ja, das ist gar nichts. Aber ich esse nur mal gerne. Sieht schon aus wie. Yum, yum, yum. So, guck mal. Ich glaube, da dürfte echt reichen, hier eine. Schassischer. Ach, boah, die Pfanne sollte man noch anmachen, ne? Meine Augen drehen noch ein bisschen von der Zwiebel, aber meine Fleischwurst kann jetzt schon rein. Machen wir das, ne? Dann können auch schon die Schalotte mit dazu. Der Rest ist noch für meine Mama. Das ist mir ein bisschen zu viel Knoblauch hier. Das geht gar nicht. Nämlich die Hälfte von. Mehr als genug. So viel. Mehr als genug. Der kann jetzt auch schon rein. Kommen die restlichen Zwiebeln, die ich hatte, von meiner Mama. Und die Paprika. Dann auch schon rein. Die Nudeln sind fertig. Dann kommt ein bisschen Brühe dazu. Dann kann das Ganze ungefähr 7 Minuten kochen. Und da ist die Paprika weich wird. Dann würzen wir das Ganze mit Salz, Pfeffer und Paprika. Pfeffer und Paprika. Da ist das Essen fertig. Eigentlich sieht es normalerweise immer ein bisschen besser aus. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht wegen was? Weil die eingefroren war, die was? Na, ich glaube, das liegt an der Paprika, weil die gelbe Paprika fehlt. Kann auch, das sein? Ja, kann auch sein. Ne? Irgendwie sieht das ein bisschen komisch aus, aber egal. Das lassen wir uns trotzdem schmecken. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Gebt diesem Video einen Daumen hoch, wenn ihr dieses erstmal ausprobieren wollt.